Die Internetplattform Facebook geht bald an die Börse, aber im Vorfeld kommen jetzt viele negative Nachrichten. Die Zahl der Mitglieder in den USA geht zurück, die automatische Gesichtserkennung von hochgeladenen Fotos bringt wieder einmal heftige Kritik. Und jetzt macht die europäische Polizeibehörde Europol einen rasanten Zuwachs von kriminellen Aktivitäten aus. Hacker haben sich über Facebook Zugang zu privaten Computern verschafft, und zwar ohne, dass es der Benutzer merkt. Weltweit sollen bereits mehrere Millionen Computer infiziert sein, Tausende auch in Österreich. Oft reicht ein Mausklick. Ein angeblich harmloser Link, den ein angeblich harmloser Freund auf Facebook empfiehlt. Das gar nicht harmlose Programm, das dann gestartet wird, läuft diskret im Hintergrund und ebnet Hackern den Zugriff auf den Computer. Dieser kann dann von den Kriminellen ferngesteuert werden. Diese Rechner nennt man dann auch Zombie-Rechner. Das heißt, die werden dann benutzt, zentral gesteuert, um entweder Passwortdaten auszuspionieren, Bankkontendaten zu bekommen oder aber zu Betrugshandlungen verleitet oder zur Weitergabe eigener vertraulicher Daten. 700 Millionen Menschen verkehren heute weltweit in sozialen Netzwerken, die meisten ungeschützt. Täglich sollen laut Europol 150.000 Rechner neu infiziert werden. Und auch in Österreich werden schon Tausende auf diese Art gehackte Computer vermutet. Ich weiß überhaupt nie als User oder als Teilnehmer in diesem sozialen Netzwerk, wer ist mein Freund wirklich, außer ich kenne ihn von persönlichen Kontakten. Man kann alles perfekt annehmen, die Identität, den Namen, das Alter, die Wohnadresse, die Firmen, den Beruf. Der beste Schutz vor Infektionen klingt bekannt. Nur mit Personen verkehren, die man wirklich gut kennt.